Hier spricht wieder Ustra. Es geht weiter mit Super Mario 64 und wir sind kurz davor, die letzten 5 Sterne zu holen und uns endlich dem bösesten Bowser zu stellen. Ich wollte irgendwas mit Begegner noch sagen, aber habe ich nicht geschafft, dass das nett anhört. Und ja, wir machen ein paar Level, an denen wir schon waren. Wir schauen noch mal ein paar Level an, wo wir noch nicht so oft waren. Ich klettere auf Moos Balkon, das haben wir noch nicht geschafft. Ich dachte, das haben wir irgendwann mal jetzt gemacht gehabt. Nun, dann versuchen wir das halt nochmal. Ich denke, auf dem Balkon klettern ist doch das da oben, oder? Um da den Boot zu erledigen. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, aber ich denke, das ist der Stern. Da müssen wir meiner Meinung nach irgendwo hin. Frag mich doch auch nicht mehr wo. Irgendwo hier müssen wir hin. Nein. Oder auch nicht. Na, hier müssen wir hin. So. Und eventuell ist dann das hier oben der Balkon. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Ich glaube, das ist das große Auge hinter. Wir werden da rausgehen. Und den hier legen. Ich glaube nämlich, das ist der Plan. Da bin ich meiner Meinung nach runtergefallen beim letzten Mal. Und deswegen konnte ich hier den... Au. Und deswegen konnte ich hier den Boom nicht machen. Au! Jawohl, da habe ich ihn. Ja, und das ist auch der Stern, den wir brauchen. Da bin ich nicht hochgekommen, jetzt weiß ich es ja. Ich meine aber, das ist gar nicht so schwierig. Man muss nämlich einfach... Oh, nein! Mario! Mario! Nee! Nun, das mit dem nicht so schwierig, streich das. Mamma mia! Das ist eigentlich wirklich nicht schwer. So. Machen wir das Ganze nochmal. Jetzt weiß ich ja wenigstens, wo ich hin muss. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ich bin mir manchmal nicht sicher, warum mein Skill mich dann auf einmal so extrem verlässt. Zack, 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 rein damit. Wir werden noch mal sehen. Also, das hier ist einfach. Doppelsprung und dann da festhalten. Wow, Buch. Wollte mir einfach im Popo beißen. Nicht gut. Und dann müssten wir eigentlich nur hier raus. Und den vermöbeln. Und da er die ganze Zeit sich nicht bewegen kann, wenn man ihn prügelt, prügelt ich ihn einfach runter. Und muss da eigentlich hoch. Das ist nicht so schwer. Außer man weiß nicht, wie man Long Jump macht. Dann ist das Ganze ein bisschen schwer. So, man muss erst nach hier. Ja, da muss man von hier ein bisschen Anlauf nehmen. Oh, und eigentlich muss man dann da locker hochkommen. Aber anscheinend nein. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder hier auf dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, warum die Kamera... Habe ich. Okay, alles klar. Warum sich die Kamera dazu entscheidet, irgendwie überhaupt nicht zu helfen. Danke. Und den Stern nehme ich auch mit. Und dann waren wir auf Boos Balkon. Kein Ding. Im zweiten Versuch. Frag mich nicht, warum das völlig beim ersten klappt. Ich weiß es doch auch nicht. Wir gehen einfach weiter. Nicht in Boos Burg. Gefängnis, Villa, Käfig, wie auch immer das hier bei diesem Spiel heißt. Sondern wir gehen nochmal ins wilde Wasserwerk, Kraftwerk. Oh. Und versuchen da nochmal unser Glück. Denn da haben wir eigentlich nur 2 Sterne gemacht. Das ist ein bisschen wenig, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ich glaube, wir haben so die optionalen Mini-Bosse, die es so gab, haben wir so ziemlich alle abgefrühstückt. Zumindest alle die, die ich kenne.
Springe zu den roten Münzen. Nun. Das hört sich interessant an. Wir machen aber was anderes. Eigentlich. Da vorne ist es. Wir bleiben hier bei diesem wunderbaren ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Manta-Rochen. Oh, jetzt habe ich es wieder verkackt. Ein bisschen zu nah. Das machen wir gleich nochmal. Denn man kann hier normalerweise wunderbar... Man kann hier normalerweise wunderbar durch diese Ringe schwimmen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Da ist noch einer. So, man kann normalerweise da wunderbar durch diese Ringe schwimmen, bekommt dann einen Stern und ich meine, der ist zwar an einer gefährlichen Stelle, aber das geht noch. Da ist er. Dann müssen wir nicht da irgendwie wieder bis zu dieser Werft, wo das U-Boot stand oder immer noch steht. Und können hier mal eben Folge dem Fisch abschließen. Kein Ding. Haben wir das Level auch nochmal gesehen. Wunderbar. Wir können mal eben gucken. Da haben wir ein paar Sterne übersprungen. Frostbeulenfrust never again. Vivi Wabi Wobi Wüste. Nein, hier haben wir eigentlich auch alles so zu weit abgeschlossen. Wir gehen nochmal auf die wirklich allerletzten Level ein, weil ich denke, nicht nur, dass die interessant sind, sondern auch, dass die noch etwas länger dauern werden. Ich möchte jetzt nicht nur die Sterne machen, die uns nicht unbedingt wirklich viel Zeit kosten, sondern auch schon mal den einen oder anderen Stern machen, der vielleicht auch ein bisschen Skill braucht. Und dazu zählt auf jeden Fall das Regenbogenraserei-Level und auch das mit der Uhr. Obwohl das nicht ganz so schlimm ist, je nachdem, wann man da gerade... Je nachdem, zu welcher Zeit man da gerade reingeht. Ist es gar nicht ganz so schlimm. Wir warten, glaube ich, mal auf 6. Ich glaube, dann passieren auch magische Dinge. Jetzt ist 5. Viertel nach 5. Halb 6. Viertel vor 6. Und 6. Na, mehr oder minder ist das so, ich habe mal 6. Ich weiß jetzt nicht, ob das doppelt so schnell ist. Achte auf das Pendel. Oder, ja. Oder stehen bleibt. Und 6 Uhr ist die Zeit, wo alles stehen bleibt. Ist auch in Ordnung. Nun. Mal gucken, wie wir auf das Pendel achten. Wenn das Pendel definitiv, das sind einfach alle rote Münzen, oder? Könnte man auch machen. Ich glaube aber nicht, dass wir da runter... Dass wir da runterkommen. Ohne... also besser, wenn sich da nichts bewegt. Ist merkwürdig, dass hier kein Zeiger sich bewegt, ne? Finde ich auch. Wo ist nur meine Uhr? Ah, shit. Shit! Sogar komplett aus dem Level raus. Ist das denn euer Ernst? Das ist doch wohl nur ein Scherz. Wieder rein in die Uhr um 1. Wird er wahrscheinlich von 12 Uhr nehmen. Normale Geschwindigkeit oder doppelte Geschwindigkeit ist jetzt wahrscheinlich der Fall. Ich brauch erstmal ein bisschen. Wow, die Bombe. Nun. Steht das jetzt schon wieder schnell die Zeit oder wie? Anscheinend. Wir versuchen mal hier die roten Münzen zu machen. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Schwierigste, wenn hier sich nichts bewegt. Au. Leute, was ist mit Mario los? Oder liegt es heute an mir mal? Ab und zu. Ausnahmsweise, will man ja fast schon sagen. Mario, Alter, halt dich an der fucking Kante fest! Du italienischer Nixnutz. What is going on? Was ist los mit dir? Hm.
Okay. Okay. 3. Mario, okay. Warum ist der eine mal ein bisschen höher als der andere? Ich raff da gar nichts mehr. 5, 6. Ist zwar nicht unbedingt der Quest, den Stern, den wir gerade machen wollten, aber das ist nicht so schlimm. Was sage ich jetzt einfach mal, dass das nicht so schlimm ist? Warum hängt der denn in der Luft, der Stern? Und warum klatsche ich da auf den Boden? Ungeklärte Dinge, die hier passieren. Ich weiß ja nicht, warum er den Backjump nicht mehr macht. Vernünftig. Mario! Get your shit together! Ja, schon wieder nicht. Okay, hier mache ich den Doppel-Einzelsprung. Hier realisiere ich, dass das nicht der richtige Zeiger ist. Das ist der richtige Zeiger. Das ist der Stern! Wow. Here we go. Ehrlich. Ganz klar, definitiv, here we go. Und jetzt reiten wir auf dem fliegenden Teppich. Das habe ich ja auch nicht richtig gemacht. Da war ich ja auch irgendwie wieder... oder besser gesagt, da hatte ich wieder keinen Bock drauf. In der letzten Folge. Sehr gut. Aber diesmal habe ich Bock drauf. Diesmal reite ich den fliegenden Teppich. Für den 69. Stern. Und dann werden wir mal schauen, was so geht. Und wer sich wundert, nein, das ist hier kein 120-Sterne-LP, denn das ist definitiv außerhalb meiner Reichweite. Wie man vielleicht auch hier in dem einen oder anderen Moment merkt. Ist es nicht so meins. So, hier ist einmal Feuer. Dann gehen wir runter. Damit wir nicht wieder verbrannt werden. Und dann... gehen wieder auf den Teppich drauf. Da hatten wir nämlich letztes Mal Probleme mit. So, dann werde ich hier mal auf das hier drauf. Dann werde ich hier drauf. Und dann werde ich mal eben schauen, wo ich überhaupt hin muss. Wow, 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 wow. Nicht mich bewerfen mit irgendeinem Shit. Reise auf den Regenbögen. Ich weiß nicht, wo lang doch der Regenbogen steht. Ach, da ist er noch. Und wieder ein Regenbogen, ich zeig ihm, wie es geht. Auf geht's. Eine Münze einsammeln. Und wieder nach unten. Wieder auf dem fliegenden Teppich. Und nach vorne schauen. Immer gucken, was das Hindernis als nächstes macht. Was mir das Leben als nächstes Hindernis vor die Flinte wirft. Ich hoffe, nichts Schwieriges. Das sieht möglich und machbar aus. Komm schon, Teppich berühren, wieder hoch. Das hier kaputt machen. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten sogar für Teppiche. Wow, 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 Mario. Okay. Ich glaube, wir nehmen den mit den Regenbögen. Das war ja unsere Aufgabe. Lakito, geh bloß weg. Ich weiß auch gar nicht, wo es genau hingeht. Okay. Kann mich diese blaue Flamme treffen? Wir sagen jetzt einfach mal nein. Hier kommt aber das in den Weg. Da werde ich mal eben hier drüber schweben. Ich weiß ja nicht, ob sich der Teppich weiter bewegt, wenn man da... Oh nein, okay. Wenn man da lange nicht drauf geht. Ich glaube nämlich, der verschwindet. Sobald man... How dare you, mich da versuchen runterzuschmeißen. Wenn man da lange genug nicht drauf ist auf dem Teppich, meine ich, schmeißt der einen runter. Und deswegen muss ich mich hier extrem konzentrieren, dass wir da nicht, dass ich da nicht irgendeinen Schwachsinn mache. Da ist aber übrigens auch ein... Hä, da war gerade gar kein, da war gerade kein Regenbogen. Ich wollte es nur nochmal... Oh nein. Mari, Mari, Mari! Mari, Mari! Mari, wir sind kurz am Ende, Mari! Ist es dein Ernst, Mario? Ist es dein fucking Ernst, da hängen zu bleiben? Ohne Spaß jetzt mal! Was soll denn das? Alles war gut. Bis er sich dafür entschieden hat, es nicht zu tun, was er tun sollte, machen wir wieder einen anderen Stern. Da ist er. Da, Hammer. Was? Was? Wir gehen irgendwo nach da. Das haben wir letztes Mal schon mal geschafft. Das werden wir diesmal wieder schaffen. Mit einer leichtigen... mit einer leichtigkeitigen Bewegung. Ich glaube, wir müssen eher runter als hoch.
Und diesmal gehen wir hier einfach mal nach Dingsbums, nach der anderen Richtung. So gut. Huch, jetzt muss ich mein Frust wegniesen. Oh. Große Krabbe, unfair, sag ich da nur. Denn... Oh Gott. Okay. Hier auf den Schwamm. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter geradeaus. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist auch so eine interessante Sache. Gut gemacht, Mario. Alles top. Lakito macht auch einen guten Job mit der Kameraführung. Ernsthaft? Dann machen wir was völlig anderes. Um den 69. Stern zu kriegen. Ich mache auch gleich hier das Game Over, wenn es so weitergeht. Irgendwo hier gibt es nämlich nochmal die wunderbare Welt von Gulliver Goomba. Diese hier. Und ich werde dort nochmal mein Glück versuchen. Und am besten fängt man mal an, indem man groß ist. Meiner Meinung nach. Löse die 5 Itty-Bitty-Rätsel. Okay, das ist glaube ich der erste. Nein. Ernsthaft? Ich glaube, man muss... Das hatten wir auch schon mal so ein bisschen angefangen. Man muss hier an Orte gehen. Die für diesen Mario etwas klein sind. Das war dumm! Again! Dumm, again! Die Kamera! Die Kamera! Was ist nur mit der Kamera los? Ich raste aus, ey! Das kann doch nicht wahr... Du kannst mir doch nicht erzählen, dass er zu doof ist, Kamera seitlich zu drehen, mal eben für eine Sekunde. Naja, wie dem auch ist. Man darf sich ja von den Dingen nicht so leicht unterkriegen lassen. Also versuche ich das auch nicht. Da, hier schon wieder. Ja, kannst du mir nicht erzählen, dass er die Kamera nicht drehen kann, dass man Mario mal sehen kann? Wäre ja interessant und so. Ja, da ist jetzt ein Teleporter gewesen. Das, ist passiert. So, die Itty-Bitty-Rätsel, das versuchen wir jetzt mal eben. Ich glaube, eins von diesen Rätseln ist einfach, wenn ich an diesem Loch hier vorbeilaufe. Ja, genau. Man muss halt alles kontrollieren, was irgendwie löchrig ist. Da vorne ist auch nochmal so ein Löchsklein. Nehme ich da. Ich weiß nicht, ob dieses Loch auch zählt, dann halt nur von dieser Seite. Drei, yes, zählt, okay. Da war ich mir nämlich nicht sicher. Weil von der anderen Seite hat das ja nicht so unbedingt gezählt. Da ist ein Bombenmensch. Ich weiß nicht, ob ich den mal anquatsche oder ob ich das schon getan habe. Ich glaube, das habe ich sogar schon getan. Vier. Und zufälligerweise weiß ich, wo der fünfte ist. Na, fast. Mari! Mari, Mari! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es 2 Sterne und Bowser und frag mich nicht. Frag mich, wenn ihr wissen wollt, wo mein Skill ist, dann gebe ich euch keine Antwort darauf. Denn ich weiß es nicht. Was ist passiert? Bis zum nächsten Mal. Ciao.